Moin zusammen, ich grüße euch. Herzlich willkommen zurück zum neuen Video. Ja, heute soll es mal um was ganz was anderes gehen. Heute geht es mal wirklich Richtung Biologie und Natur, sag ich mal. Ich liebe ja Holzgriffe an Messern. Das ist für mich was sehr Natürliches. Es ist ein schöner Werkstoff. Im Prinzip von Natur, wächst nach in der Regel und ist tut der Optik, Haptik als auch der Wertigkeit eines Messers keinen Abbruch. Im Gegenteil, es wertet die Werkzeuge auf. Ja, heute soll es um die Hölzer dieser drei Herrschaften aus dem fernen China gehen, wobei bei der Holzbeschalung da zig Begriffe im Netz durcheinander gehauen worden sind schon in der Vergangenheit. Dem möchte ich da ein bisschen aufräumen, ein bisschen auf die Sprünge helfen. Ich hoffe, es gelingt mir einigermaßen. Wie gesagt, wenn es da Anmerkungen, Verbesserungen, Kommentare zu gibt, dann bitte gerne unten im Kommentarbereich. Dagegen habe ich nichts. Drum ist heute auch keine Neuvorstellung in diesem Video, sondern eher geht es hier um die Holzbeschalung und die Beschaffenheit und um was es hier sich eigentlich handelt. Gut, fangen wir mal an. Es geht hier, wie gesagt, um die drei, bis sind drei Messer um die Holzbeschalung. Im Netz sagt man öfter dazu, das ist Palisander, dann sagt man wieder, das ist Rosenholz. Ist ein bisschen verwirrend gewesen, darum habe ich mich die letzten 2 Jahre da ein bisschen mit schlau gemacht, ein bisschen mehr was angelesen, beziehungsweise auch nicht kundig gemacht. Also, im Prinzip, die drei Messer aus China haben eine Griffbeschalung aus asiatischer Zierkirsche. Oder auch japanischer Zierkirsche genannt. Natürlich Herkunft der Ferne Osten, also zwischen Mongolei und Japan ist das Ding komplett super vertreten. Wird auch hier in Europa teilweise gezüchtet. Dort drüben wird die Zierkirsche besonders in Japan einer sehr, sehr, sehr gesellschaftlichen Angelegenheit gewidmet, dem Kirschblütenfest. Die Kirschblüte selber ist ja in Japan eine Zierpflanze. Sie ist kein Obstbaum wie bei uns im Prinzip. Wird auch dort ausschließlich für Parkanlagen, Alleen, Straßen als Begrünung angepflanzt. Gibt es auch als Bonsai-Bäumchen. Wird wie gesagt in Japan ein, es ist jedes Jahr da ein mediales Spektakel, gehört auch zum Kulturkreis. Ursprüngliches Herkunftsland ist vermutlich, wie ich das verstanden habe, das benachbarte China, sage ich mal. Dort wächst auch die Kirsche an jeder Ecke, in vielen Regionen, sage ich mal. Und ist dort anzutreffen wie bei uns der Tannenbaum. Wird auch dort separat gezüchtet in verschiedenen Unterarten und unterschiedlichen Regionen. Je nach Temperatur, Alter, Züchtung kann das Holz in der Farbgebung variieren. Es ist alles Naturholz, es ist nicht lackiert, es ist ein sehr feinporiges Holz. Es kann ultra fein und ultra glatt geschliffen werden, ohne eine Klarlacklackierung aufzupacken. Was ich erst zuerst dachte, aber dem ist hier nicht so der Fall. Hier beim N-Land zum Beispiel ist das Richtung Bobingerholz, sage ich mal. Von der Optik her, von der Farbgebung her. Es geht natürlich auch ein wenig dunkler. Hier die beiden anderen Herrschaften sind ja richtig dunkelrot, also richtig schon Richtung dunkles Mahagoni unterwegs. Ist von der Maserung bei allen dreien aber ziemlich ähnlich gehalten. Hier sieht man bei dem größeren ja auch eine richtig dunkel kirschrote Färbung. Und jetzt hat man ja gesagt, es ist ein Rosenholz. Stimmt indirekt im Prinzip. Die meisten Rosenhölzer kennen wir ja aus Südamerika und Co. Aber das ist diese Kirschblüte, diese Zierkirsche gehört definitiv zur Familie der Rosengewächse. Darum kann man das ja auch als Rosenholz benennen. Die Maserung ist wie gesagt ähnlich gehalten bei allen dreien. Die geht meistens so dieses länglich hoch. Anzumerken ist auch hier, dass zwischenzeitlich hier diese hellen Rillen dazwischen in so
leichten gelb-goldenen Farben, beziehungsweise teilweise auch rosafarbenen, wie hier auch zum Beispiel, dass die da wirklich die Echtheit des Holzes garantieren. Es gibt natürlich auch viele Anscheinkopien dieses Holzes, man soll es kaum glauben, wie zum Beispiel Birkenholz, die dann rot angemalt oder lasiert werden und eine ähnliche Optik hergeben. Da es sich aber hier sieht man diese ganzen Rillen, diese goldenen, rosanen, teilweise besonders gut, gerade in der dunklen Farbe, garantieren wiederum das Original des Holzes. Das ist also praktisch kein nachgemachtes Holz, irgendein günstiges Holz, was anlackiert worden ist. Es ist ein wirklich Original-Kirschhölzer. Wird, wie gesagt, in China sehr gerne verwendet, wird auch seit Jahrhunderten im Möbelbau verwandt. Also ich kenne wirklich im asiatischen Raum ziemlich viele Familien auch, die diese Art von Möbel mit diesem rotfarbenen Holz in ihren privaten Gemächern stehen haben. Die Bekannte meiner Frau ist ja ein paar Jahre lang auch mal hin und wieder mal nach Japan geflogen. Und auch da in den Möbeln der Häuser ist das Kirschholz definitiv allgegenwärtig und ist hundertprozentig dort am Start. Auch als Edelholz oder als edleres Holz für Drechselarbeiten, für Möbelbau etc. So, von daher wollte ich da, lag mir dieses Thema schon ein bisschen länger am Herzen, weil dieses Hü und Hott, da bin ich kein großer Freund von, ehrlich gesagt. Ja, was soll man noch zu sagen? Das ist jetzt das Thema Griffbeschalung an chinesischen Messern, ist wie gesagt dort sehr günstig in China, weil sie es halt separat auf Masse züchten, wie bei uns die Nadelwälder, ist daher ein sehr günstiger, reproduzierbarer Stoff für Holzarbeiten und bildet dort auch eine gesamte Industrie, sag ich mal, ganz Industriezweig. Ja, ich hoffe, das ist mal was anderes halt gewesen, dass auch ein bisschen interessant rübergekommen ist. Ich hoffe, dass ein bisschen verständlich rübergekommen ist, weil es ist halt ein sehr komplexes Thema im Prinzip. Und ich denke, das kann ich jetzt auch an dieser Stelle stehen lassen. Wie gesagt, Anmerkungen, Verbesserungen gerne und in den Kommentaren bin ich gerne auch bereit, mir das durchzulesen und auch ebenfalls auch zu kommentieren. Ja, so viel zu den Holzbegriffsschalungen für chinesische Messer. Jo, finde ich aus umwelttechnischen Gründen wirklich besser als ein Amazonas-Bobinga-Holz, was definitiv nicht so schnell nachwächst. Daher ist das Rosenholz hier aus der Zierkirsche wirklich mir lieber. Ja, so viel dazu. Das soll es in diesem Video gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Ich würde sagen, bleibt gesund, macht es gut, bis zum nächsten Mal. Tschö.